Und damit herzlich willkommen zur Aufnahme Nummer 4 beim Destiny Projekt mit Modifier Hexit. So, beim letzten Mal war ich unten drinne und haben ein bisschen was ausgeraubt und wir waren dann halt auch in dieser Zelle hier, die hier drin ist, und da wollte ich jetzt dieses Gold noch mitnehmen, was wir so gefunden haben, beziehungsweise was hier so ganz unverschämt hier rumliegt. Weil Gold brauchen wir vielleicht auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall alles mitnehmen, was wir brauchen. Kisten sollten wir mal ein paar mitnehmen. Auch wenn wir sie nicht brauchen, kann man sie immer noch zur Not als Lager benutzen. Und ich muss sie nicht selbst craften. So einfach ist das. So, was geht hier noch nach oben? Ah! Husch. So, ich will mal hoffen, dass jetzt hier nicht noch mehr Lava kommt. Ich will nämlich eigentlich das Redstone hier mitnehmen. Hier ist irgendwo Redstone nach oben hin. Das gefällt mir meist nicht. Aber das gefällt mir, das Redstone. Mal gucken, wo ist er denn hin? Achso, da ist eine Lava. Alles klar, hat sich erledigt. Warum? Lapis Lazuli. Wer ist denn alles da? Oh. Ist aber krass hier. Gelb Stadt und Blau ist ein bisschen negativ hier drin, aber... ist denn nicht unser Problem. So, alles rein damit. Ach nee, Nahrung nicht. Erster voll, nächster. Ja, ändert doch jetzt alle euer Skin. Damit man das auch weiß, nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme sieht. Wenn ja, tut's mir leider leid. Das war aber auch nicht abgesprochen, dass wir es jetzt machen sollen. Aber hier ist keine Chest. Schade. Hier oben ist auch nichts. So, wir machen jetzt einen ganz einfachen Trick. Ich hole mir jetzt nämlich alle Repeater hier raus. Und damit wir halt die nicht mehr köpfen müssen, weil die brauche ich auch alle. Und ich sag mal, warum nicht hier einfach mitnehmen, wenn die kostenlos sind, ne? Da bin ich einen ganz schönen Vorteil damit. Die Dinger da hinten sind auch abgeköftet. Ja, ist einer, glaube ich, ins Wasser gefallen. So. Chocopedia ist ein Gehirn. Was ist denn hier noch drin? Hier ist nichts. Oh, hier dürfen wir auch nicht ertrinken. Ertrinken wir. Schade. So. Ah, klar. System verstanden. Ich klaue dennoch euch den Redstone hier weg. Und da bin ich... Oh geil, genau, die Pistons, die brauchen wir. Die Sticky Pistons, die brauchen wir auf jeden Fall. Die sollen mir dienen dafür, dass ich halt meine Big Bug Switch Farm gleich auch sofort aufbauen kann. Weil ich werde mich so langsam nämlich sozusagen... auch wenn ich König der grünen Stadt bin, so langsam mal in eine andere Richtung begeben. Denn, man glaubt es kaum, ich werde sozusagen ein... Untergrund gründen, den ich jetzt anführen werde. Den wissen auch schon ein paar Bescheid. Aber halt noch nicht alle. Und der soll dann halt von mir erstmal geführt werden. Und den baue ich jetzt so langsam nach und nach schon mal auf. Den Untergrund dafür. Dass die Leute dann halt später, wenn sie dann Bock haben, halt mit ein paar Ressourcen und so was vorbeikommen und mit reinjoinen können. Oh, Spinnfedi sind immer gut. Spingifedis. Da oben sind auch noch Spinfäne, aber da habe ich jetzt gerade keine Lust, sie wegzunehmen. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Glaube ich eher weniger. Wow, Silberfisch. Achso, hier sind... ah. Husch. So muss es sein. Burn, burn, burn. Zombie on fire. So, ich habe nämlich keine Lust, hier runterzufallen. Deswegen, hier kommen wir nehmen hier gleich... was ist das denn? Achso, die waren aus Stone Bricks. Nein! Rucksack hier geblieben. Weiter geht's.
Guten Tag. Oh, hier geht's noch weiter runter. Wir müssten dann, glaube ich, irgendwann bei dem Boss sein, oder? Vertue ich mich. Hier gibt es nämlich auch einen Boss, aber der ist ein bisschen schwerer als sonst. Oh, ein Spectre. Guten Tag. Der Herr. Husch. Zieh dich. Merci beaucoup. Ah, wir kommen, glaube ich, in die Gegend rein, yep. Da ist jeweils nichts, da kann man aber dennoch mal ausleuchten über uns ins Wasser. Spinnspawner. Nicht gut. Ein Spinnspawner ist gar nicht gut. Selbst wenn der... Warte mal, ich glaube, Akro... Ja. Okay. Bau einfach... So, ich werde mich aber nicht mit den treffen. Weil das war, wie gesagt, auch mein Plan, so zu agieren. Der bekannte Plan V, und zwar Plan Vogelfrei. Klar, wenn die es jetzt mithören, dann denken sie, oh, das macht der, was macht der? Müssen wir da uns Bedenken machen, beziehungsweise sollten wir den doch nicht angreifen? Was ist denn hier gewesen? Anti-Grief to be Block. Ja. Egal, Netas, so ein Star-Piece ist egal. Hier oben muss doch immer ein König bzw. ein Spawn drin gewesen sein. Ein Spawn-Ei oder sowas. Oder ein einfacher Spawner war doch immer da. Meine ich mich zu erinnern zumindest. Ey, wollt ihr mich jetzt veräppeln, ihr alle? War ich hier nicht schon mal? Guten Tag. Hey, Spectre Lord. Hey, Papine. Hey, Haro. La 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 la. Ich werde... Oh, da kann er nicht runter. Ich werde dich ärgern und killen. Cry for me, cry for me, cry for me. Aua. Was macht der da? Nerv nicht. Alter Skelett. Warte mal, kann ich die nicht trollen? Was ist das denn? Ein Hookshot, okay. Erstmal alles, was ich nicht brauche, erstmal hier rein. Oh, Ende-Augen sind immer gut. Warum kann ich die nicht trollen, Alter? Wir hoffen nicht, dass der mir jetzt voll viel Schaden macht. Da habe ich natürlich ein Problem. Lalalalalalalala. Einfach Druckplatte abbauen. Fertig. Iha, Exekessenz. Start mehr. Okay, Fire Stuff. Da könnte man den sogar noch ein bisschen mehr mit ärgern. Die brauche ich jetzt eher weniger noch. Ich werde mal oben noch das Lapis mitnehmen und ein bisschen Zinn. Oder Kohle wäre auch allgemein schön. Aber ich will jetzt erst den Spectre-Affen hier besiegen. So. Kuckuck. Ich rede mit dir. Geh sterben. Ich werde den jetzt nämlich ein bisschen ärgern hier, wenn ich jetzt einmal ein bisschen rumdrehe. La 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 la. So, ein paar Bücherregale brauchen wir immer. Ich setze vorweg. Herr Lord. Gehen Sie jetzt vorweg. Toll in your face. Toll in your face. Burn, burn, burn. Wie viel kriegt der? Der kriegt auch so wenig Schaden dadurch. Kann ich den nicht einfach mal boxen oder so? Der will, ja, der muss sich einmal schlagen, damit er einmal aktiv wird. Nö, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum die nicht auf die Uhr gucken können.
Nein! Spectre-Loch! Lalalalalala. Ich glaube, der fühlt sich, glaube ich, auf Apple, der arme Spectre-Lord hier. Ich nehme einfach hier so ein bisschen seine Bücherregale und abbaue. Aber die brauche ich für mein Verzaubern. Boah, jetzt geht mir ja auf den Keks. Nimmst du keinen Schaden? Kann ich den nicht einfach so boxen? Ne, den kann ich nicht, weil der hat dieses komische... diesen Moonshine und der Spectre-Lord, der tut sich immer... wie heißt das? Ja, der ist immer so... unsichtbar, kann man so im Grunde eigentlich schon nennen. Nächsten, oh, der ist voll. Wie sieht's mit dem aus? Oh, der ist noch leer. Oh, geil, ein Goldblock. Goldblock! Ah, komm, wir gehen mal in eine Runde mit dir. Achso, Akku. Ja, kann auch wen Tschüss sagen oder so. Oder vielleicht muss er auch schon ins Bett. Keine Ahnung, er darf nicht am PC. Ich habe null Ahnung. So. Hm. So. Wir machen das jetzt ganz schlauweise. Jetzt mal irgendwie versuchen, da reinzugehen, beziehungsweise... Warte mal, kann ich nicht so sagen? Boah, guck mal her. Jetzt bleib da. Alter. Komm mit. Komm. Put, 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 put. Bleib da. Willst du mich jetzt nicht schlagen oder so? Mal gucken, wie lange der das aushält. 200 Kills, Alter, für den Spectre-Lord. Ich weiß gar nicht, was der droppt. Ich glaube, dieses Moonshine, was er da hat. Aber der müsste auch gleich drauf gehen. Da oben sind Truhen. Das heißt... hier oben sind Truhen. Haha. Ich raub dir erstmal deine Sachen aus hier. Hab ich gesagt, du sollst brennen? Hier ist Holz. Burn, burn, burn. Geil, Cloud Boots. Cloud Boots. Nice, die gefallen mir. Da kann man nämlich geil hüpfen mit. Da kann man jetzt zum... zum Beispiel, wenn wir jetzt hier, wo ist unsere Axt? Die Axt nehmen. Dann können wir dem jetzt so ein bisschen twollen. Ich hoffe, dass er mir nicht so viel hittet. Ah ja, der geht eigentlich. Oh. Eieieiei. Da gibst du mir erstmal ein paar Herzen ab, oder? Den kann ich gar nicht so trollen. Erstmal das ganze restliche Zeug hier raus. Oh, das war gar nicht die beste Idee, die ich hatte. Das war eine scheiß Idee. Wind for the chest, golden Güsal. Oh, ein bisschen Nahrung muss ich mal essen hier. Nampf, 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 nampf. Ah, ich habe doch gerade Pfeile gesehen. Ja, da sind Pfeile, aber es sind Liebespfeile. Die braucht doch kein Mensch. La 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 la. Oh geil, eine Chestplate. Wir haben gleich fast eine ganze Rüstung. Und Pfeile nochmal, das ist schon mal gut. Na 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 na. Enderaugen ohne Ende. So, gleich mitnehmen. Wo wären wir denn, wenn wir das nicht alles mitnehmen würden? Im Gefängnis gelandet oder sowas. War jetzt hier noch was? Ah, du aller Verbrecher, Alter. Willst du da hinten nicht jetzt irgendwie sterben? Ist der immun dagegen oder was? Aber am Brennen kann der. Brennen kann der Junge. Wie? Wie jetzt? Mein Firestuff ist doch gleich alle. Komm. Dann duellieren wir uns halt. Jawohl, Mooning Shine. Nice. Sind das für Pfeile gewesen? Einfach nur normale Pfeile, okay. Okay, hier geht's nicht weiter.
Ah, hier. Hier waren wir aber anscheinend schon, genau. Jep. Alter. Ach ja. Lassen wir mal. Obwohl. Unnötig. Und der ist bestimmt auch noch bei mir. Ja. Warum habe ich eigentlich mal solche Leute bei mir im Team drin? Das frage ich mich. So. Jetzt würde ich sagen, ich mache hier nämlich einen Cut, weil wir haben den Spectre Lord besiegt und würde sagen, gehen die kurz raus. Da müssen wir die gute Musik, die kann schon mal pausiert werden. Und wir sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-Hotel-Pay und Tschuhus!